Ja, das hier ist ein schräges Steindach. Dann gibt es keine direkte Rampe. Es gibt hier diese Stone Stairs und die kann man can be switched to a Ramp Variant. Das heißt, man kann die halt als eine Rampe umfunktionieren. Na, schon wieder überladen. Was, die schönen Steine schmeißen wir jetzt weg. Fertig. Kann man nämlich laufen. Gucken wir vielleicht, dass wir gerade unten, wenn es möglich ist, gerade den Stegosattel basteln, wenn wir genug Leder haben. Ich muss mal den Pronto legen. Nee, Quatsch. Ich hole uns noch ein bisschen Leder, aber ich glaube, wir haben genug. Wir haben ja den Basilo da weggemacht. Der hatte ja ultra viel Leder dabei. So, geht das jetzt? Jawohl, das geht. Wir könnten jetzt natürlich Treppen lassen. Das Problem ist, wir laden natürlich jetzt auch die Tiere ein, auf unser Fluss zu laufen. Ne? Hier, Switch to Ramp, siehst du? Switch to Ramp. Switch to Ramp. Machen wir einfach Rampen, ist mal egal. So, die haben wir jetzt sogar schon aus Steinen, das ist schon mal gut. Können die Raptoren nicht kaputt machen, die auf unser Fluss gelaufen kommen. Und zwar alles andere kaputt machen, aber nicht die Rampen. Aber wo habe ich eben das Metall reingeschmissen? Hä? Da ist kein Metall drin. Ich habe doch eben schon eine Ladung Metall mitgeholt. Habe ich das hier reingeschmissen aus Versehen? Ja. Lol. Super. Teilen wir schön auf hier. Dann passt das. Kriegen wir hier schon mal ordentlich Metall zusammen. Also, wir haben ja schon unsere Rüstung gebaut. Das ist ja das Geile. Alles, was wir jetzt schon am Metall über haben, das können wir schon, da können wir schon fast einen Fabrikator oder können den Fabrikator schon bauen und haben immer noch Metall über. Das ist halt schon nice. Also, es war ein richtig guter Start dieses Mal. Schade, dass das mit dem Otter nicht geklappt hat. Otter leider krepiert ist. Das war ein bisschen blöd. Das hat mir nicht so gefallen, aber egal. Ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. Das ist mega gut gegangen dieses Mal. War vielleicht sogar mein bester Start insgesamt. Allen in allen. Allen in allen. Was fehlt denn hier denn noch? Leder. Komm, wir bauen uns jetzt das scheiß Schild. Bevor ich es noch dreimal vertage. Den Rest könnt ihr behalten. So langsam können wir schon dran denken, eine Knarre zu bauen. Warte mal. Muss ich jetzt echt mal gucken. Naja, jetzt ist hier natürlich kaum Metall drin, ja klar. Naja, dann warten wir einfach noch. Ah, stimmt, das kommt aber auch noch dazu. Das Metall, das wir über haben, das soll ja noch. Das wird ja noch quasi in Waffen gewandelt. Stimmt. So, hier haben wir jetzt den Effekt, dass der erstmal weg ist, aber den können wir aufs Schild draufziehen, wie ein Skin. Den. Achso, ich habe ja hier falsche Kamera. Zack. Wie, hast du die Hose gemacht oder was hier? Das sieht so cool aus, wenn man so schnell ist. Wie sieht's bei dir aus? Ja, 50% Zähmung, sehr schön. Das ist doch schon mal was. Also die Dings reichen, die Mecho-Bären. Ich glaube 13 hat er gefressen. Und dann hat er ja eh wieder Mecho-Bären dabei. So, da unten läuft die Forge. Ja, jetzt können wir eben was anderes machen. Und zwar das Metall bei ihm ins Inventar stecken. Der kann ja hier ein bisschen tragen, aber der kann auch nicht so viel tragen, sehe ich gerade. Ich dachte jetzt, der wäre ein besserer Packesel. Da passt ja ein Parapack ja mehr. Naja, egal. Ein bisschen was können wir ihm ja schon abgeben. Na, das können wir dann wieder runtertragen. Ich glaube, wir Steine schmeißen wir einfach weg. Erstmal. Alter, das hier sind natürlich die dicken Metallbrocken, ne? Die sind halt ultra. Diese komplett Metalle leuchtenden. Metallisch leuchtenden. Schmeißen wir die Steine auch weg. Sonst ist er ja schon gleich überfüllt. Weil, ja, der muss ja nicht die 500 erreichen, um überfüllt zu sein. Das ist ja das Traurige im Game. Man hat eine Gewichtskraft und wenn man aber schon. Manchmal ist man schon überladen, bevor man das Maximum überhaupt erreicht. Das ist halt schon traurig. Hier, ich kann es jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt 268 Gewicht
Und ich kann noch 32 Kilo mehr tragen oder 31,1 und bin trotzdem jetzt schon überladen. Und bis ich gar nicht mehr stehen kann, ich glaube sogar kurz vor der 300 kann ich gar nicht mehr laufen. Weiß ich nicht genau. Und das finde ich ein bisschen blöd eigentlich auch. Weil dann, warum gibt man es dann nicht so an, ab wann man langsamer wird? Oder irgendwie, also da ist ein bisschen Verbesserungsform, finde ich. So, jetzt können wir dem Stego nichts mehr geben. Kann auch sein, dass hier unten irgendwo ein Explorer-Node war. Ich glaube, wir werden da jetzt auch mal runtergehen. Also langsam müssten wir eigentlich die Explorer-Node auffrischen, wenn hier noch eine ist. Fallschirme kosten nichts. Kann man ruhig verwenden. Brauchen nur Stroh und Fasern und ein bisschen Leder. Leder fehlt aber, ne? Ja, habe ich ja keins dabei. Ne, ist auch keine Explorer-Note, oder? Bin ich jetzt blind? Ah, überall bleibt man hier an so einem scheiß Stein hängen. Also ich dachte, das hier wäre so eine markante Stelle. Oder hier irgendwo. Ich meine, irgendwo war hier noch einer, aber ich kann es da nicht genau sagen, wo. Ja, sich nackig gegen Trikes anzulegen, wäre jetzt vielleicht auch nicht so der Bringer. Ich habe auch nur Betäubungspfeile dabei. Nee, hier ist nichts mehr. Also hier in diesem Umkreis nichts mehr. Und das schaffen wir jetzt auch nicht mehr so. Die Explorer-Node ist abgelaufen. Ich bin der Sichelmarder. So, Leder kriegen wir jetzt erstmal auch keins mehr. Weil, wie gesagt, ich habe ja nichts dafür, was zu töten. Doch, wir pieken, wenn wir ein Dodo oder sowas finden. Oder ein Para. Könnte man auch nochmal Leder. Aber wir haben Leder im Boot, aber ich möchte jetzt halt nicht ins Boot zurück. Oder hier so ein Fioma. Das gibt auch ganz gut Leder. Machen wir so, dass es nicht mehr laufen kann. Ja, ich weiß, das ist fies, aber die Natur ist brutal. So ist das eben. Ups. So, zwei Fallschirme bauen. Alter. Dankeschön. Lalalala. Habe ich auch noch den Sattel dabei, ne? Das heißt, den muss der Stego ja auch noch tragen. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal einen Zwischenstopp wieder am Floß. Damit ich das übrige Gewicht dort ablege. Lalala. Ein Trike. Ihr könnt auch Vorschläge machen, was ich zähmen soll. Was ihr mal gerne sehen würdet. Es gibt ja auch da ein paar Dinos, die habe ich noch nie gezähmt. Da würde es mich ja auch mal interessieren. Und ja, ich habe jetzt zum Beispiel gestern gerade in Aberration habe ich das erste Mal Megalosaurus gezähmt und ich finde die so geil. Ich finde die einfach so geil, dieses Viecher. Ich weiß halt nicht, wo die auf Island rumlaufen und ob sie auf Island überhaupt gibt. Hab die irgendwie noch nie gesehen oder so gut wie nie gesehen. Aber kaum Metall dabei. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt können wir natürlich hingehen und hier nochmal ein bisschen Fleisch hier reinkippen und den Rest, würde ich sagen, den schmeißen wir in den Kühlschrank, wenn man so möchte. Was ist da? Kühlschrank. So. Auch im Kühlschrank. Hier nochmal ein bisschen Schießpulver herstellen. Jetzt sollte eigentlich auch der Stego schon fertig sein oder fast fertig sein zumindest. Ja, es dauert hier eben lang, wenn man nur zwei Schmieden hat, ne? Aber wir haben noch genug anderes zu tun, deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr Schmieden.
Jetzt könnten wir schon die erste Waffe herstellen. Ne, nicht Muni. Entfernt. Ne. Schusswaffe. Ja. Dann würde ich sagen, die Flinte bietet sich eigentlich als erste Waffe an. Kostet auch fast unser ganzes Metall. Weil die eben auch mehr Damage macht als eine Standardpistole. Eine Standardpistole. Ich spiele zwar gerne mit der Pistole, ich habe ja eine überragende gefunden in der Weihnachtsfolge, falls ihr die gesehen habt. Da habe ich eine überragende Pistole gefunden, also Revolver. Und die war halt besser als das Gewehr. Aber man muss eben auch sagen, weil das Gewehr eben Standard war, ne? Oh ja, der ist total überladen. Da müssen wir erstmal ein bisschen aufleveln hier. Dass er noch mehr überladen, natürlich, weil ich erstmal schlage hier. Aber der soll nur auf Gewicht. Der Rest interessiert mich nicht. Genauso wie die Bären hier. Das Einzige, was wir behalten, sind die Mecho-Bären und die Schwarzen natürlich. Die Schwarzen will ich ja haben. Brauche ich ja nochmal für Betäubungspfeile herzustellen. Wunderbar. Kann er sich immer noch nicht bewegen. Gut, schmeißen wir das Holz noch weg. Das Stroh noch weg. Können wir immer noch holen. Und die da weg. Und das reicht immer noch nicht. Alter. Ja gut, der hat ordentlich Metall an Bord. Aber ihr seht, er kann sich jetzt nicht bewegen, obwohl der 542 hat. Doch, er kann sich bewegen, aber nur ganz langsam. Aber er könnte eigentlich noch 50 Kilo tragen, laut seinen Stats. Ne? Das ist eben das Traurige, was ich sagen muss, was ich ein bisschen blöd finde. Aber wir haben ja noch... Er muss ja auch mich noch tragen, also... Gucken wir mal, ob wir das so irgendwie hinkriegen, ob er nicht dumm genug ist, ob er nicht so dumm ist, um mal zu folgen. Ja, es war klar, der bleibt natürlich an einem Baum hängen. Ach, du bist so ein Arsch. Mach doch einfach die Bäume weg. Weißt du, verstehe das nicht. Kann man so dumm sein? Muss wieder hier alles wegschmeißen. Und diese Mecho-Bären schmeiße ich auch weg. Wie viel kann ich noch tragen? Jawohl, ich kann die ganzen Schwarzen tragen, das ist gut. Und ihr seht, jetzt ist das Problem mit Narkomitteln auch, also ja, zumindest mal mit Bären. Früher, als ich ARK gespielt habe, hatte ich immer eigentlich das Problem gehabt mit den Bären. Da haben mal die Bären gefehlt. Aber mittlerweile auch mit diesen erhöhten Einstellungen fehlt mir viel mehr das Narkomittel an sich. Ach komm, jetzt bist doch doof. Das ist so der Nachteil von einem Stego. Die Stegos, die können irgendwie auch gar nichts. Also ohne dass man es ihnen im Detail erklärt. So, jetzt 91. Werden jetzt hier hergestellt, das ist schon mal gut. Wo ist er denn jetzt? Dann immer noch da oben. Cleveres Kerlchen bist du. Komm, Alter. Ich sehe nichts. Gib mal hier Ego-Perspektive. Ja, muss der Baum auch noch weg. Kann er sich wieder nicht bewegen. Das ist natürlich top. Wieder das ganze Prozedere. Alter, der ist sowas von overweighted. Selten gesehen. Also ich glaube, den kann man wirklich nur als Bärenfarmer benutzen. Als Metalltransporter hält er mich eher auf. Wir holen die Bären schon mal wieder raus. Die machen wir dann in den Kühlschrank. So, jetzt aber, oder? Jetzt kommt der Sack jetzt nicht, dann kommst du jetzt auch nicht noch an diesen Steinen vorbei. Och Gott, ey. Naja, okay, dann gehen wir eben hier lang. Komm, rennen. Ist das Rennen, oder was? Ach, der ist immer noch ziemlich overweighted. Weißt du was? Bleibst jetzt einfach mal hier stehen. So, ich gehe jetzt erstmal das Metall runterbringen. Und dann komme ich dich holen. Ich weiß auch nicht, ob ich den mitholen soll.
Wäre natürlich schon nice, wenn wir die mitbekommen würden, aber mittlerweile sind so große Gefahren, dass die Frösche, die Krokodile greifen an, weil Dinos auf dem Floß stehend. Ich glaube, wir werden den jetzt ausschlachten und ausnutzen und dann da stehen lassen. Lassen ihm genug Essen da und wenn wir hierhin zurückkommen, vielleicht auch irgendwann mal mit einem Pokeball, dann können wir ihn wenigstens, also mit so einem, nicht mit so einem Pokeball, sondern ihr wisst, was ich meine. Na, dann können wir ihn nämlich sicher verfrachten und das wäre mir halt schon lieber, weil ich gehe davon aus, dass er diese Flussfahrt nicht überleben wird. Das hat so die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt, also die letzten Versuche von mal irgendwie ein Dino mit dem Boot durchzubringen, außer der Frosch, der schafft's, weil der auch im Wasser ganz gut kämpfen kann. Wenn dann Sarko holt, nämlich manchmal die Dinos mittlerweile wegen der Todesrolle, dass das Sarko mittlerweile auch kann. So ähnlich wie der Raptor, der hat ja auch eine neue Fähigkeit bekommen. So kann die Todesrolle machen. Und das geht, das Sarko kommt von unten und trifft durch den Holzboden, holt das die Tiere vom Boot runter. Das finde ich halt ziemlich bescheuert, aber naja, es ist halt so. Und seit sie das können, ist es halt natürlich schon ziemlich mies. Ja, komm, mach dich voll. So, wunderbar, ich bin auch Level up. Klasse! Dann holen wir uns mal das Zeug, was er da... Ah, nee. Wenn ich Metall hole, kann ich nicht das Holz noch holen. Genau. Stroh? Nee, geht auch nicht. Also 200 Metall, die sind echt das Maximum. So, ich würde an dieser Stelle sagen, jetzt haben wir auch das mit der Pflanzenfresserinsel geschafft und sogar noch haufenweise Öl mit rausgeholt. Glücklicherweise, weil dieser Basilo da im Meer gelegen hat. Tot. Und das ist natürlich ja für uns richtig gut gewesen. Ich mache mal noch den Level up. Und zwar nochmal auf Leben. Und dann werde ich hier noch ein bisschen leer farmen. Also das Metall. Ihr werdet nichts verpassen, außer das Metall, das farme ich leer. Und dann gehen wir zum nächsten Spot, wo ich hin möchte. Und gucken uns das an. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt gerne schreiben, oh, was ihr noch sehen möchtet. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Oh Mann! Ich wollte doch hier nur einfach mich von euch verabschieden. Hier. Was gibt's denn da? Ja. Freundliches Tente singen hier. Was ist denn das hier? Achso, man kann hier pfeifen, dass die Flugsaurier fliegen. Achso, das war ja auch gar nicht hier. Es war bis jetzt sehr erfolgreich. Da freue ich mich natürlich drüber. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auch weiter auf dieser Reise durch die Ark. Vielen, vielen Dank. Euer Spooky4F mit Ark Survival Evolved auf der PS4. Bis dahin. Bye, bye, bye.